Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Powerteam werden, mit dem du alles erreichen kannst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magic Brain Kicks. In dieser Folge möchte ich gerne auf einen Effekt eingehen, der mit dem Gehirn-Geist-Körper-Zusammenhang erklärbar ist. Und zwar gibt es neue Studien, die besagen, wie wir mit unserem Körper unser Gehirn beeinflussen und natürlich auch mit unseren Gedanken. Das geht auf der einen Seite natürlich, um besser und schneller zu lernen, aber auf der anderen Seite auch, um beispielsweise auch Erfahrungen oder auch chronische Schmerzen oder andere Dinge, die wir nicht so gerne dauerhaft spüren wollen, dann auch mal auszumerzen bzw. in den Griff zu kriegen. Ich fand das hochspannend und würde euch eine Technik in dieser Podcast-Folge vorstellen, die euch animieren kann, damit anders umzugehen und besser umzugehen. Sie ist total praktikabel, alte Sachen loszulassen auf der einen Seite, aber auch um Dinge, die sich einfach nervlich manifestiert haben im Körper, sei es auf der geistigen Ebene oder eben auch auf der körperlichen Ebene, wirklich wieder loszuwerden. Aber eine kleine Vorwarnung möchte ich nur geben, es ist nicht ganz unanstrengend. Also es scheint auch hier zu sein, dass es ähnlich wie beim Lernen einen längeren Zeitraum benötigt, wenn man es denn wirklich auch bis zum Durchbruch der entsprechenden Lerneffekte schaffen will, braucht man eine gewisse Ausdauer. Aber es lohnt sich, logischerweise, wenn man Dinge dann wirklich für ein für alle Mal quitt ist oder eben neue Dinge zum Durchbruch verholfen werden können. Grundlage ist wie immer die Fähigkeit der Gehirnzellen, fortlaufend das ganze Leben lang durch die entsprechenden elektrischen Ladungen miteinander zu kommunizieren und immer wieder neue Verbindungen einzugehen, alte aufzulösen, also ständig, je nachdem, welche Areale wie gereizt werden, in Bewegung gesetzt werden, neue Aktivitäten und neue Verbindungen zu gehen. Also es kann ständig gelernt, aber eben auch verlernt werden. Und zum Beispiel, wenn man Schmerzen, chronische Schmerzen empfindet, ist das ja auch ein Lernprozess des Gehirns. Vielleicht in diesem Sinne natürlich ein falscher Lernprozess. Je nachdem ist es ja nicht mehr die Signalwarnung, Moment, da ist irgendwas im Körper nicht in Ordnung, wir müssen reagieren, wie das beispielsweise der Fall ist, wenn man akut eine Verletzung hat, einen Unfall hatte oder hingefallen ist oder irgendetwas anderes, dann gibt es den akuten Schmerz. Aber, und das kennen ja wahrscheinlich viele, gibt es eben auch den Schmerz, der dann chronisch wird, der also fortlaufend sich immer wieder teilweise schubförmig aufbäumt und dann irgendwann gar nicht mehr weggeht oder eben sogar schlimmer wird. Das können auf der einen Seite körperliche chronische Schmerzen sein, aber auch gedankliche oder, wie man so sagen will, von Erfahrungen herrührende Schmerzen. Wenn man beispielsweise, es kennt wahrscheinlich jeder, so Gedankenschleifen täglich hat, die einen immer wieder an irgendeine ganz in der Vergangenheit liegende Begegnung erinnern und immer wieder den Schmerz erneut aktiv im Gehirn projizieren und dadurch ihn sozusagen ja auch manifestieren. Es ist auch da so, dass dann die Nerven natürlich feuern und lernen, okay, wir müssen das trainieren, das wird anscheinend öfter benötigt, diese Gedankenschleife, und bei jeder Gedankenschleife wird es nochmal wieder intensiviert, bis dann irgendwann ein gewisser Automatismus eintritt. Also sowohl bei den körperlich chronischen Schmerzen als auch bei den seelisch-chronischen Schmerzen, nenne ich es mal. Also jeder kann ja mal kontrollieren oder einfach mal überlegen, was denke ich denn täglich fortlaufend, was eben keine gute Emotion bei mir hervorruft. Und es hat sich schon so als Muster quasi eingebürgert. Ich kann es einfach nicht loslassen. Also es können irgendwelche alten Erfahrungen sein, die ich nicht loslassen kann, irgendwelche schmerzlichen Trennungen oder andere Dinge, wo Menschen einem nicht Gutes angetan haben. All dies ist nach den neuesten Forschungsergebnissen heilbar, indem man die Body-Mind-Connection nutzt.
Denn nicht nur das Gehirn bestimmt, was im Körper passiert, beziehungsweise wie der Körper auf die Umgebung dann reagiert, sondern auch umgekehrt. Alles, was im Körper passiert, hat auch Auswirkungen auf das Gehirn. Insbesondere, wenn es auch energetisch auf den Körper eintrifft. Also ich rede jetzt hier von Licht, von Schall, von Vibration, Elektrizität oder eben auch Bewegung. Das ist alles Energie in unterschiedlicher Form, die einen natürlichen Zugang zum Gehirn hat, denn unsere Sinne und der Körper selber wirken auf das Gehirn in unterschiedlichster Form. Es werden die unterschiedlichsten Areale im Gehirn getriggert bzw. animiert zu reagieren. Ganz bestimmte Schaltkreise werden aktiviert und je nachdem, mit welcher Energie man das Gehirn auch visuell oder akustisch oder eben auch durch Berührung animiert, werden unterschiedlichste Bereiche aktiviert. Das ist ja irgendwie logisch. Wird ja auch in vor allen Dingen der indischen tibetischen Medizin angewandt in reger Form. So langsam hat sich das ja auch hier durchgesetzt. So funktioniert Meditation, Yoga, Tai Chi oder auch Energietherapie. Wichtig ist jetzt vor allen Dingen, wie man denn den Körper dann wirklich dazu nutzt und beständig nutzt, um auf das Gehirn einzuwirken, vor allen Dingen, wenn sich im Gehirn Schaltmuster breit gemacht haben, die eben nicht uns dienen, wie beispielsweise bei chronischen Schmerzen oder eben, wie angesprochen, auch bei seelischen, in Anführungszeichen, chronischen Problemen. Denn das Gehirn sendet nicht nur Signale an den Körper, um ihn zu beeinflussen, sondern auch umgekehrt sendet der Körper fortlaufend Signale an das Gehirn und so besteht eine ständige wechselseitige Kommunikation und je nachdem, wie man den Körper benutzt, wie man ihn gerade stellt, man hat ja auch festgestellt, dass bestimmte Körper Haltungen auch ganz klare Emotionen und damit auch andere Veränderungen im Gehirn und andere Neurotransmitter auslöst. Also das heißt, man kann durch diese in Anführungszeichen körperlichen Behandlungen auch viel im Gehirn auslösen und verändern. Wichtig ist allerdings die aktive Mitwirkung des Menschen oder die eigene aktive Mitwirkung, um Geist, Gehirn und Körper wirklich zu beeinflussen. Und es ist so, dass es eben nicht von heute auf morgen geht. Also selbst der Urvater der wissenschaftlichen Medizin, Hippokrates, hat im Körper den Hauptheiler gesehen. Für ihn arbeiteten jeweils Arzt und Patient mit der Natur zusammen, um die Selbstheilungskräfte und Kapazitäten des Körpers zu aktivieren. Also das heißt, klar, dass man gesunde Gehirnregionen, die vielleicht schlafen und brach liegen, wecken kann durch ganz bestimmte sowohl körperliche als auch geistige Betätigungen und so zu einer Genesung beitragen kann. Also dass wirklich hier die Neurologie und damit eben auch die Neuroplastizität des Gehirns durch den Körper aktiviert wird. Wie das Gehirn anders lernen kann, zeige ich an einem Beispiel eines Arztes, und zwar eines Psychiaters und Schmerzexperten, Dr. Michael Moskowitz. Er entdeckte, wie man chronische Schmerzen verlernen kann. Denn chronische Schmerzen sind in der Regel durch akute Schmerzen natürlich ausgelöst, aber das Gehirn hat quasi kein Stoppschild da mehr reinmachen können. Moskowitz selbst hatte einen Unfall beim Wasserskilaufen und hatte seitdem chronische Nackenschmerzen und hatte sich dann eben seit dem Jahr 2007 sehr eng damit befasst, wie man denn mit diesen Schmerzen klarkommen könnte. Er las 15.000 Seiten Literatur über Neurowissenschaften, wollte die Gesetze der neuroplastischen Änderung natürlich besser verstehen. Und bei der Lektüre fand er heraus, dass man nicht nur die Schaltkreise zwischen den Gehirnregionen verstärken kann, sondern auch Verbindungen schwächen kann, wenn Neuronen eben nicht einzeln feuern, sondern eben ja verdrahtet sind normalerweise. Also auch bei chronischen Schmerzen werden Gehirnkreise sozusagen animiert. Und er hat auch entsprechende Scans durchgeführt und er zeigte eben, dass die Erkenntnisse auch in den
Gehirnscans nachweisbar sind, weil beispielsweise Gehirn bei akuten Schmerzen mit 16 Regionen aktiv sind, Gehirne mit chronischen Schmerzen zwar in den gleichen Regionen feuern, aber eine wesentlich größere Fläche im Gehirn feuert. Also das heißt, der Schmerz hat sich quasi auch neuronal ausgebreitet. Und das letzte Bild zeigte dann ein Gehirn, das überhaupt keinen Schmerz registriert. Und er hat es jetzt so gemacht, dass er sich jetzt genau diese Region des Gehirns, die für den chronischen Schmerz zuständig war, angeschaut hat und festgestellt hat, dass diese Regionen auch für andere Sachen noch zuständig sind, die eben gar nichts mit dem Schmerz zu tun haben. Und hat sich selbst jetzt darauf getriggert, sich visuell genau das vorzustellen, damit die entsprprechenden Gehirnregionen sozusagen aktiv werden und nicht mehr sich auf den Schmerz konzentrieren konnten. So hatte er zum Beispiel zwei Hirnregionen, die sowohl visuelle Eindrücke als auch den Schmerz verarbeiten. Und dann hat er wirklich, wenn er jeweils einen Schmerzanfall erlitt, sich sofort bildlich vorgestellt, was anders sozusagen sein müsste und hat sich die Regionen, die feuerten, vorgestellt, dass sie immer weiter schrumpfen und dass sie eben, wie gesagt, nur noch für die andere visuelle Bildverarbeitung zuständig sind und nicht mehr für den Schmerz. Also er hat sich wirklich ganz klar die Abnahme des Schmerzes vorgestellt und hielt auch verbissen an der Technik fest und sagte sich, ich zerschneide das Netzwerk von den Zellen und bringe quasi diese Karte der Nerven zum Schrumpfen. Und er hatte nach einem Monat die Technik gut im Griff, dass er sie sozusagen gewissenhaft anwandte, wenn wieder ein Schmerzanfall war. Und er hat immer weiter visualisiert und mit anderen mentalen Aktivitäten geantwortet, sobald ein Schmerz auftrat. Und nach 6 Wochen nahm dann der Schmerz erstmal an den Schultern ab, im Rücken. Und ganz langsam zog es dann wieder zum Nacken zurück. Und nach 4 Monaten war dann erstmalig der Nacken völlig schmerzfrei. Und es hat aber fast ein Jahr gedauert, bis er dann vollkommen schmerzfrei war. Und er hatte auch kleinere Rückfälle gehabt, aber grundsätzlich sind die Schmerzen nach 13 Jahren endgültig aus seinem Leben dann verschwunden. Das heißt, das Verschwinden der Schmerzen verlief quasi in umgekehrter Reihenfolge wie ganz am Anfang die Ausweitung, also von den akuten Schmerzen hin zu dem chronischen. Also das heißt, es ist wirklich ganz harte Arbeit und auch eine langwierige Arbeit, aber sie lohnt sich. Er hat es bei verschiedenen Patienten ausprobiert, beziehungsweise festgestellt, diejenigen, die wirklich die mentale Fitness hatten, das auch durchzuziehen und die ein sogenanntes Durchhaltevermögen nach seiner Mirror-Technik aufwiesen, dass die es wirklich alle schafften, ihre chronischen Schmerzen loszuwerden. Und genauso geht es natürlich auch mit neurologischen Schmerzen, die eher aus Emotionen und anderen posttraumatischen Erlebnissen, nenne ich es mal, um es hart auszudrücken, herrühren. Und Moskowitz hat, wie gesagt, die sogenannte Mirror-Technik angewandt und sie seinen Patienten empfohlen, dass sie sich so organisieren könnten, um den Schmerz mittelfristig und langfristig vollkommen zu untergraben. Das Mirror-Prinzip ist ein Akronym und steht für Motivation, Intention, Relentlessness, Reliability, Opportunity und Restoration. Also für Motivation, Zielsetzung, Härte in der Durchführung, Verlässlichkeit und damit Wiederholung, Möglichkeiten und die vollkommene Wiederherstellung. Und es zeigt sich schon, dass dieses Mirror-Prinzip mit den verschiedenen Punkten auf vieles anwendbar ist, bis hin, dass man auch bestimmte Lebensziele damit erreichen kann oder eben auch andere Veränderungen in seiner Persönlichkeit, aber eben auch chronische mentale und körperliche Schmerzen. Der erste Punkt ist, wie gesagt, die Motivation und die klare Entscheidung, aus der Passivität herauszufallen. Also
Er stellte beispielsweise fest, dass die meisten Patienten mit chronischen Schmerzen auch eine eher passive Haltung hatten. Sie nahmen eine Tablette oder etwas und sagten, im Allgemeinen fühlten sie sich auch so ausgelaugt durch die Schmerzen, dass sie gar nicht aktiv werden könnten. Und wie gesagt, mit dem Ansatz von Moskowitz muss der Patient aktiv werden. Er muss sich darüber informieren, wie sich der Schmerz entwickelt. Er muss sich aktiv Bilder vorstellen und eben wirklich die Regie für seine Behandlung übernehmen. Also das heißt, Motivation steht an erster Stelle und ich denke mal, die Punkte, die ich gerade genannt habe, sind wirklich allgemeingültig und kommen euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Also Motivation und auch eine klare Entscheidung, aktiv zu werden. Das zweite ist Intention, also ein Ziel setzen. Was ist denn wirklich mein Ziel? Also wenn man beim Schmerz bleibt, ist es natürlich das Ziel, den Schmerz loszuwerden und sich auf die mentalen Fähigkeiten zu konzentrieren, um das Gehirn zu verändern. Und der Schmerz steht quasi erst als Belohnung am Ende dann wirklich, dass er dann schwächer wird und wirklich ganz weggeht. Also im frühen Stadium stehen erstmal die zentralen Anstrengungen mental, ja wirklich neue Schaltkreise aufzubauen und die Schmerznetzwerke zu schwächen. Auch das lässt sich natürlich wunderbar auf andere Dinge übertragen. Der dritte Punkt ist Härte oder Relentlessness und das ist natürlich die klare Komponente, also auch wenn es noch keine besonderen Auswirkungen gibt, man noch keine Fortschritte zeigt, wirklich die Härte in der Durchführung zu haben und wirklich zu sagen, ganz klar und mit aller Härte gegen den Schmerz vorzugehen und wirklich alle Anstrengungen auf sich zu nehmen, das Gehirn neu zu verdrahten. Dann Verlässlichkeit oder Reliability heißt so, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe verlässlich jeden Tag oder beziehungsweise bei jeder Schmerzattacke dagegen an und versuche, da das Gehirn ja wirklich ein lebendiges System ist, einen neuen stabilen Zustand zu finden und immer wieder neu bewusst die Kontrolle zu übernehmen und die Gehirn-Körper-Connection anders zu positionieren und anders wieder neu zu verdrahten. Dann Opportunity oder Möglichkeit bedeutet, dass jede Schmerzepisode eine Chance ist, das falsche Alarmsystem zu reparieren. Also es fällt einem zwar nicht leicht, einen Schmerz jetzt konstruktiv umzusetzen quasi, aber diese Haltung alleine ermöglicht die Umstellung, die neue Verdrahte und eine neue Chemie im Gehirn anzusetzen. Dann Restoration, Wiederherstellung ist dann wirklich das, dass das Ziel erreicht wird und dass am Ende dann wirklich jemand neue Funktionen, neue Gehirnfunktionen und eine neue quasi andere Vernetzung Gehirn erreicht hat und eigentlich einen neuen Kreislauf etabliert hat, einen neuen positiven Kreislauf geschaffen hat. Moskowitz hat mit dieser Methode erreicht, dass sich wirklich Patienten von ihren langjährigen chronischen Schmerzen befreien konnten. Und allein dadurch, dass sie sich vorstellten, dass sie quasi visualisierten mit einer totalen Hartnäckigkeit nach dem Mirror-Prinzip, dass sich die entsprechenden Gehirnareale veränderten, dass sie kleiner wurden, schrumpften im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch die Schmerzen nicht mehr wahrnehmbar waren. Also es ist schon spannend, wie sozusagen jetzt in diesem Fall die Visualisierung funktioniert. Also es geht auch mit weiteren zusätzlichen Faktoren. Er hat nachher mit einer weiteren Kollegin zusammengearbeitet, die zusätzlich noch körperliche Berührungen in die Therapie eingeführt hat, wo sozusagen der Körper durch andere, noch weitere Reize dazu gebracht wurde, eben wirklich die Dinge zu verändern. Und zwar war das Mara Golden, eine Unfallärztin, die ebenfalls auf chronische Schmerzen spezialisiert war und die durch eben diese körperliche Behandlung, also die Berührungsbehandlung und auch Vibrationen, die sie einsetzte, gleichzeitig auch noch den Körper der Patienten stimulierte und das sozusagen, so nannte es Moskowitz, Yin und Yang gleichzeitig auf die Patienten wirkten und so die Schaltkreise im Gehirn neuroplastisch veränderten.
Ja, was heißt das für uns alle? Für uns alle heißt das in der Quintessenz, dieses Mirror-Prinzip ist auf alles anwendbar, wenn wir unser Gehirn verändern wollen. Entweder weil wir Schmerzen nicht mehr haben wollen, weil wir bestimmte Schaltkreise, vielleicht ja auch Denkloops in unserem Gehirn unterbrechen wollen, wenn wir ganz andere, neuere Denkweisen, neue Glaubenssätze im Gehirn verankern wollen, ist Visualisierung, körperliche Berührung, Wohlbefinden und das fortlaufend über einen längeren Zeitraum durchaus fruchtbar und aktiv. Und wie gesagt, dieses Prinzip lässt sich auf ganz, ganz vieles anwenden. Grundlage ist, eine körperliche Veränderung bewirkt auch eine geistige Veränderung und umgekehrt. Also dieses Zusammenspiel zwischen Körper und Geist ist eigentlich das wichtigste Ergebnis der ganzen Forschungen in den letzten Jahren. Und es hat sich gezeigt, dass auch ganz viele andere Therapien, Lichttherapien oder eben auch kleinere Bewegungen in den Faszien, in bestimmten nervlichen muskulären Strukturen des Körpers weitreichende Auswirkungen haben. Ich werde in den weiteren Podcast-Folgen auch darauf näher eingehen noch. Ich habe noch ein paar andere Methoden gefunden, die da hilfreich sein können. Aber für heute soll es erstmal bei dieser, in Anführungszeichen, Schmerz-Mirror-Methode als ein Beispiel bleiben oder festgezucht werden, wie das Gehirn heilen kann. Und ich denke, dass es ein sehr stimulierendes und inspirierendes Beispiel ist. Und ich möchte euch damit anregen, das einmal mal auszuprobieren und vor allen Dingen auch anzuregen, wirklich auch das Durchhaltevermögen zu haben, gerade auch bei, in Anführungszeichen gesprochen, schwierigen Fällen. Ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Nutzt das Licht für die Visualisierung. Kickt eure Gehirne. Und lasst es euch gut gehen. Bis auf ganz bald. Tschüss. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, den Podcast für dein Gehirn und für Ideen zum neuen Zusammenleben, neuen Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Auf meiner Website kannst du dich auch in die Podcast-E-Mail-Liste eintragen, dann verpasst du keine Informationen mehr. Auf meiner Website www.drmariahofacker.com findest du auch weitere Informationen zu meinen Trainings- und Mentoring-Programmen und du kannst dir einen ersten kostenfreien Termin buchen, um mich näher kennenzulernen und damit wir deine besondere Situation einmal durchleuchten können. Außerdem biete ich einen Online-Kurs Brain Kickstarter an, der dir in 13 Modulen zeigt, wie dein Gehirn funktioniert und wie du es für dich besser und erfolgreicher nutzen kannst. Ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen und sage Let's kick your brain und tschüss, bis bald.